guten Morgen, liebe Flora, liebes Blumenmädchen Flora hier bei uns. Mein Name ist Gabriele Bertl. Gemeinsam mit meinem Team organisiere ich die St. Pöltener Märkte. Wir stehen hier am Beginn des Herrenplatzes. Dieser Platz hat sich in den letzten Jahren zu einem kleinen kunstgewerblichen Treff entwickelt. Vom Schmuck über Kerzen, über Blumen auch, über Holzkunstwerke. Wir gehen dann über zum Domplatz, wo wir alles eigentlich für die Jause, für den Mittagstisch finden, von Fleisch, Käse, Getränke, alles vorhanden. Wir haben da drin einen Treffpunkt für Feinschmecker geschaffen. Was will man mehr in der Innenstadt? Also alles fußläufig zu erreichen. Ein wirklich belebter, beliebter Treffpunkt in der St. Pöltener, insbesondere Innenstadt. Als kleines Mädchen habe ich von meiner Mama die Blumen aus dem Garten in unserer Einfahrt verkauft. Das war für mich quasi der Startschuss, dass ich Floristin werde. Bin dann auch nach Wien gegangen und habe dort als Floristin gearbeitet. Irgendwann haben wir die Stadt quasi gereicht, Wien, und bin dann wieder zurück nach St. Egid gezogen. Dann habe ich irgendwie per Zufall dieses kleine Geschäft gefunden, in das ich mich direkt verliebt habe. Und ich wusste, ich möchte es haben, weil ich finde, St. Pölten ist für mich so die Mischung zwischen Wien und St. Egid. Also es ist nicht richtig Stadt für mich, sondern auch ein bisschen Land. Und gefällt mir eigentlich auch recht gut. Es freut mich, dass du uns besuchst in unserer neuen Filiale in St. Pölten. Wir sind sehr stolz, es kommt auch sehr gut an. Wir werden saisonal alles bestücken, also es wird auch Gemüse geben, es wird dann die St. Pöltener Rose geben, viele Kräuter, saisonale Geschichten, so wie halt jetzt der Frühling ist. Ob es Blumenzwiebel, Schnittblumen natürlich auch sind, frische. Also ich habe 4 Mädels da im Verkauf. Dann alle Tage neu produzieren. Wir sind sehr happy, dass sich die Leute so freuen, dass wir da sind.